Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und ich entschuldige mich jetzt schon mal, denn es könnte sein, dass diese Folge entweder erst Mittwoch rauskommt oder heute Dienstag recht spät, denn aktuell bin ich gesundheitstechnisch ein bisschen angeschlagen. Das heißt, meine Produktivität ist auf ein Minimum reduziert. Also entschuldigt das bitte. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben diese schnieke Basis gebaut, in der wir hier gerade stehen. Und die ein bisschen eingerichtet und so. Hier mit Aquarium und da drüben sind so ein paar Living Quarters, die ich noch ausgebaut habe. Wenn ihr das verpasst habt, dann drückt ihr jetzt oben rechts aufs i. Da gelangt ihr zu dieser Folge und zur gesamten Playlist, falls ihr hier neu seid. Und wie immer, ihr wisst Bescheid, über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir tatsächlich sehr weiter. Ich würde sagen, in dieser Folge schauen wir mal, dass wir uns um die ganzen Artefakte kümmern, beziehungsweise unsere Seebahn mal so weit kriegen, dass wir so tief tauchen können. Aber zuerst müssen wir an der Anlegerstation Delta. Dort habe ich im Livestream, als ich quasi hier das alles nachgeholt habe, habe ich eine Höhle gefunden, die ziemlich weit runterging. Ich habe das dann abgebrochen, weil ich mir dachte, lieber nicht. Das ist mehr was fürs Video als für den Livestream. Das heißt, wir werden uns jetzt dorthin begeben, nachdem ich hier alles repariert und angedockt habe. Außerdem hatte ich euch nach Namen für die Base hier gefragt und ein Vorschlag war Gerd. Das ist so stumpf. Ich würde es am liebsten gerne behalten. Ein anderer Vorschlag war Eisshelter, was natürlich nicht besser ist als Gerd, aber naja, man muss ja ein bisschen, ne, realistisch bleiben. Also vielen Dank für den Namensvorschlag. Irgendwo hier befindet sich ein Eingang und das da drüben sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, hier sind wir richtig, glaube ich. Also wie ihr seht, hier unten die Röhren, die gehen ordentlich weit runter. Wir müssen nur ein bisschen hier mit den Vulkanen aufpassen. Und irgendwie hat meine Maus in letzter Zeit echt Aussetzer. Was ist das? Ein Ei. Diese Ruckler, ne? Also die kommen von meiner Maus, die irgendwie aktuell massive Verbindungsprobleme hat. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht ist Funk doch noch nicht so das Wahre. Es sind richtig viele von diesen Feuerdinger. Vielleicht könnte man mal so eine Linie mit Wärmereaktoren zur Basis ziehen. Aktuell laufen wir auf Atomreaktor, aber ob das auf Dauer so das Geilste ist, weiß ich auch nicht. Wo zum Teufel sind wir hier? Alter, wir sind in der Nähe von einem Bauerartefakt, sehe ich gerade. Geil! Was ist denn hier? Oh Gott, hier sind diese Krabbelfiecher, die mag ich nicht so gerne. Die sind böse, soweit ich weiß. Okay, hier sind riesige Adern mit irgendwas. Gold. Dafür brauchen wir dringend mal so einen Krebs. Haben wir den schon freigeschaltet eigentlich komplett? Ich glaube ja. Den haben wir das letzte Mal komplett freigeschaltet. Ja, chill doch mal! Komplett freigeschaltet. Hier ist ein Fahrstuhl. Muss man hier vielleicht mit einem Krebs zurückkommen? Stirnlampe, eine Kopfbedeckung mit batteriebetriebener. Das ist ja cool, dass es jetzt Stirnlampen gibt. Gut, was haben wir hier? Eine Art Fahrstuhl. Okay, hier sind noch welche von diesen Leuchtmotten. Keine Ahnung, wozu die gut sind, aber ich nehme einfach mal ein, zwei davon mit. Hier ist ein Körper. Das ist ein Körperteil, oder? Ja, das hoffe ich aber auch. Fragmented images. Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Ah, okay. Er sagt mir jetzt quasi gerade, dass das ein Fragment unten in den Kristalldingern sind, wo ich mich mal aus Versehen in der einen Folge hin verirrt habe. Fremde Statue, sehr schön. Und wir da hin sollen, müssen, dürfen, wollen. Eigentlich eher müssen, um noch einen Artefaktteil zu finden oder ähnliche Sachen. Warum können wir in die Dinger eigentlich nicht einfach einsteigen? Das wäre doch jetzt irgendwie, fände ich es cool, wenn man da einfach einsteigen könnte. Was ist denn das da vorne? Seht ihr diesen großen Tunnel? Diese eine große Röhre? Das ist ja obercool hier. Wo sind wir hier? Und warum sind wir hier? Na gut, weil wir es entdeckt haben. Haha. Was haben wir hier hinten? Hier ist eine Tür. Und hier scheint es rauszugehen. Wo sind wir denn hier? Das Bergwerk. Ah, hier sind wir an dem Ding. Okay. Aber so wirklich neue Erkenntnisse, außer dass wir dort mit einem Krebs hin können und Ressourcen farmen, hat uns das jetzt irgendwie nicht gebracht. Oh.
Da habe ich irgendwas verpasst. Ja gut, wir haben das Arte Bauer-Artefakt. Das ist ja auch schon mal was. Das haben wir gefunden. Hatte auf ein paar mehr Bauteile zum Basenausbau weiterhin gehofft. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Oh, ein Telefonat mit Alan. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're on version 14.2. That incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Dankeschön. Okay, ich geh mal kurz schlafen. Es ist Nacht und ich sehe nichts. Gute Nacht. Wir haben jetzt ein Artefakt auf jeden Fall schon mal gefunden. Wir haben noch ein zweites Artefakt hier unten, das Erbauerartefakt X3J. Alan hat uns ja irgendwas gesagt von tief unten und Kristalle oder so. Da ist noch irgendwas. Beziehungsweise ich weiß, dass es tief unten ist und ich weiß auch ungefähr, wo es ist. Und zwar müssen wir bei Tante Erna an der Basis vorbei und uns tiefer mogeln. Das Problem ist, wir kommen mit der Seebahn aktuell noch nicht so tief. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das Tiefmodul Nummer 3, um da vernünftig durchzukommen und wahrscheinlich auch alle anderen Module, die wir so haben, einfach um sicher zu sein. Ich würde auch den Krebs bauen und machen und tun und hier und da und tralala. Wir haben außerdem noch dieses eine Erbauer-Artefakt dort hinten, wo der Eiswurm einen ständig angreift. Da war ich angesprochen vor ein paar Folgen im Livestream aus Versehen, weil ich irgendwie dann doch da durchgerannt bin und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, zu meiner Überraschung. Ich will euch das aber natürlich nicht vorenthalten, deswegen würde ich da jetzt einfach nochmal schnell hinfahren und euch das zeigen. Obwohl hier überall der Eiswurm ist. Oh, scheiße. Und ich habe echt Angst vor dem Vieh. Hey, was ist das denn für eine Höhle hier? Hier war ich schon, das habe ich schon gescannt scheinbar. Aber diese Ionenwürfel spawnen scheinbar nach. Das ist voll gut zu wissen. Da kann ich auf jeden Fall... Das ist eine brauchbare Information. Da ist schon der Eiswurm. Ach, du heilige Scheiße. Der snackt aber hier vorne. Oh Gott, die ganze Zeit diese Reaper oder wie auch immer die heißen. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach in der Nähe aufhalten, während wir uns hier heimlich vorbeischleichen und immer so von Kappe zu Kappe springen. Um Gottes Willen ist das hier... Ah, ich habe trotzdem Angst vor dem Teil. Irgendwo hier hinten ist so eine Schlucht und zwar diese hier und dort kann man rein. Chill. Das kostet alles Geld hier. Und dann fangen hier diese Dinger an. Und dann fängt hier das Erbauergebiet an. Und hier hatten wir... Genau, hier haben die irgendwas abgebaut. Ich weiß aber nicht genau, was sie mit diesen Steinen wollten. Und hier drunter liegt der Erbauer, den wir gescannt haben, der quasi Körperteil Nummer 2 war, ist. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel man wirklich davon extrahieren kann, von solchen kaputten Körpern. Und ich sehe gerade, hier unten ist ein Ionenwürfel-Rohstoffabbau-Ding, wo man mit dem Krebs hin kann. Aber hier mit dem Krebs hin, Alter, da bist du ja Stunden unterwegs. Vielleicht gibt es da nochmal eine bessere Methode. Genau, und hier seht ihr es, wir haben 2 von 3 Erbauerkörperteilen. Wir brauchen noch die Organe, wir haben schon das Skelett. Dafür brauchen wir Polyanilin, Diamanten und Plaststahlbarren. Wurzelblase, Synthetikfaser und Gesagt, das geht ja eigentlich alles voll von den Ressourcen hier. Also, sobald wir das haben, können wir den eigentlich relativ easy bauen. Oh, da sind Schneepirscher. Oh Gott. Oh Gott. Wieso habe ich keine Medikits mehr? Ich hatte doch Medikits dabei. Wo sind die hin? Oh Mann. Das ist hier alles gerade sehr schlecht. Das ist noch eine Höhle. Das hier hatte ich tatsächlich alles noch gar nicht erforscht. Was seid ihr denn?
Kreaturenei? Sind die jetzt für Wasser? Oder da oben ist noch eine Basis. Leute, hier habe ich ja echt einiges übersehen. Na gut, ich bin auch ganz schön durchgerannt das letzte Mal. Aha. Hier gibt's. Oh, Medikits, sehr gut. Schneefuchs-Eiswurm-Abwehrmodul. Das nehme ich doch gerne mit. Hier sind sau viele Adern. Also hier könnte man echt mal mit so einem Krebs herkommen. Aber ich glaube, hier mit dem Krebs rumzustampfen, ist, naja. Krebs? Ist irgendwie so eine komplett alternative Route zu allem. Ist das quasi die Eiswurm-sichere Route, die man nur entdecken kann, wenn man genug Leben durch den warmen Anzug hat, quasi? Ich würde gerne zu den roten Lichtern da vorne, aber jetzt habe ich mich hier irgendwie... festgebackt. Was haben diese roten Lichter zu bedeuten? Oder waren wir hier schon? Ich glaube... nicht? Ich kletter jetzt mal hier diese Leiter hoch. Diese roten Lichter waren vielversprechend, finde ich. Oh, da vorne sieht es erbauermäßig aus. Ja. Das hier ist ein ganzes Gebäude. Was ist denn das hier schon wieder? Das ist der Teleporter. Das ist der andere Teleporter. Ionenwürfel einsetzen. Ich habe sogar einen dabei. Das ist ja nur nice hier gerade. Das würde ich jetzt mal echt als Glück im Unglück bezeichnen. Okay, dann machen wir das mal. Ionenwürfel einsetzen. Aber ich sehe gerade, bevor wir da reingehen, hier ist noch ein weiterer Weg, der irgendwo hinführt. Das müssen wir uns erstmal angucken, bevor wir hier den Ionenwürfel sein... Was bist du? Oh, da wollte ich noch gar nicht rein. Oh Gott. Wo zum Teufel bin ich gerade auf dem Weg hin? Ich meine, cool, aber hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich kann jetzt nicht Calorie Intake... Oh doch. Ging doch. Ich habe gerade was gefunden. Gottes Willen, jetzt ist hier noch ein Steg und Wasser und ich bin noch gar nicht fertig mit dem anderen Zeug erkunden. Ach, dieses Spiel macht mich fertig. Es ist immer wieder erstaunlich, wie groß das ist. Okay, wir schauen uns mal kurz unter Wasser an. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich schwimme jetzt diesem Tunnel nach und schaue, wo wir rauskommen. Eigentlich wollte ich den Teleporter benutzen, aber der läuft ja nicht weg. Können wir uns vor und zurück teleportieren? Wir können ja wieder her. Ich weiß ja, wo das Gegenstück quasi ist mit dieser Basis. Denn wo auch immer das hier hinführt, ist bestimmt super spannend. Oder geht irgendwo zurück. Was auch nicht schlecht ist, weil ich da auch noch eine Stelle entdecken wollte. Was aber im Umkehrschluss heißt, dass man das hier alles umgehen kann und auch einfach tauchen könnte. Was halt auch wieder irgendwie echt... ist halt Subnautica irgendwie. Hier sind wir! Nein! Das ist die Stelle hier, wo ich schon zwei oder dreimal mit dem Laserschneider vorstand und das aufmachen wollte, was aber irgendwie scheinbar aus der Richtung nicht ging. Da oben ist unsere Seebahn, da oben ist der Steg, wo wir mal ankommen. Und jetzt haben wir hier so eine Abkürzung zum Portal. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn man in das Portal reinläuft. So, Portal, dann zeig ich mal an, was du kannst. Ja, schrei nicht rum da hinten. Vorsichtig die Rand einhalten. Hui, gibt's jetzt noch mehr Teleporter oder gibt's nur dieses eine? Weil das wäre ja ein bisschen lame, muss ich gestehen. Genau, und jetzt sind wir hier an der Basis. Wie cool ist das denn bitte? Jetzt frage ich mich aber trotzdem immer noch, wie man an das Teleporter-Modul für die Seebahn kommt. Aber ich denke, das finden wir noch raus. Ich würde gerne noch wissen, was das für Eier jetzt in dem Eis waren. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal hier drüben aussetzen. Diese hier, ein unbekanntes Ei. Ich hoffe, die schlüpfen überhaupt hier. Ich sammle mal eins behalte ich mal. Was könnte das sein? Ein kleiner Leviathan. Die sind auf jeden Fall sauschnucklig, die Dinger. Aber ich verstehe nicht, warum die quasi im Eis waren. Also auf Land im Eis. Und dann würde ich mal noch schauen, was brauche ich denn für ein Tiefenmodul Nummer 3. Oh, und für die Stirnlampe. Die Stirnlampe natürlich auch. Aber nimmt die Stirnlampe den Platz weg? Oh, ich habe noch die Haube auf. Vom Helm. Das möchte ich jetzt mal kurz ausprobieren. Scheiße, das ist echt ein Ersatz dafür. Oh, das ist ja doof. Das finde ich irgendwie uncool. Das macht sie... fast unbrauchbar, weil die nimmt halt jetzt immer einen Slot im Dings hier weg. Aber naja, aber wir haben sie mal gebaut. Immerhin, ich lager sie jetzt einfach hier. Gut, was brauchen wir für das Tiefmodul 3? Wir brauchen Nickelerz, Cyanid und Plaststahlbahn. Wo finde ich Nickelerz und Cyanid? Ich denke mal fast unten irgendwo bei Tante Erna. Was wir aber zuerst mal machen könnten, wäre den Krebs bauen. Und dafür brauchen wir Plaststahlbahn, Computerchip, Energiezelle und emailliertes Glas. Ich glaube, dass wir das alles zusammenkriegen sollten. Und der Krebs!
Geil, dann haben wir den auch fertig. Nice. Dann brauchen wir jetzt nur noch die anderen Sachen und das Tiefenmodul für den Krebs. Geil. Nice. Oh, Moment, wir haben ja noch das eine Modul. Das können wir ja direkt mal anbringen. Nee, nicht der Vorrat, sondern das Energiedings. Nee, das Schubfragmentmodul. Und kann ich den jetzt schon gleich hier dran andocken? Nein. Schade. Das heißt, ich muss erst die Seebahn herfahren und damit dann wahrscheinlich an das Modul da andocken. Ja, tatsächlich. Cool. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Und das muss dann wahrscheinlich immer das letzte Bauteil sein. Da kann ich es einfach ausklinken. Okay. Kann ich so einen richtigen Drop-in starten. Ja gut, dann haben wir jetzt den Krebs. Wird der dann jetzt darüber geladen? Ich hoffe. Können wir den Krebs eigentlich hier drauf parken? Das finde ich ja cool. Au, Hilfe. Hilfe. Ich will es mir angucken. Was passiert hier? Nein, der Krebs macht einen Abgang. Ah, nein. Scheiße. Oh no. Komm her, Krebs. Ja, da unten stehst du gut. Toll. Hier steht der doch. 1A. Finde ich cool. Wie so ein Wächter. Witzige Geschichte. Na gut. Dann wollte ich zum Abschluss noch gucken. Uns ist nämlich das eine Ei geschlüpft. Ist das das Ding da? Irgendwas mit ein Auge oder so stand da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Glubscher? Nee, Glubscher war was anderes. Welches Vieh war denn? Perlauge. Da, das war das. Das kommt mir bekannt vor. Das kann irgendwas, glaube ich. Okay, die können irgendwie Mimik und Gestik. Oh. Really? How does a species that uses the genes and bodies of other creatures view pets? They are curiosities that bring some sense of presence and energy. They are also test subjects to be evaluated for potential genetic enhancement. Chill, Alter. That's not a pet, Alan. That's a data point. Like you said, it's literally a test subject. You do not think they can be both? There's a distinction. Pets are something that you care for simply for the pleasure of doing so. Would humans consider me to be your pet? No, I said. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. This is more like a job. Where I come from, you might be a pet. I find that thoroughly disturbing. Okay, was passiert, wenn ich das Ding jetzt freilasse hier? Aus Perlauge. Okay. Schwimmt der dann einfach weg? Sind wir Freunde? Für spielen? Hallo? Ist das jetzt ein Haustier? Ist ja cool. Folgt ihr mir jetzt? So grob. Ungefähr. Danke, Seekobold. Aufforderung, nicht mehr zu folgen. Ja, gut, chill ich den jetzt hier vor unsere Basis und dann wohnt er da. Oder was ist Plan? Weil dann hätte ich ihn ja lieber im Aquarium gelassen. Menno, könnte den hier vor den Fenstern platzieren. Dann sehe ich ihn immer mal wieder. Komm her, Minjung. Komm her. Komm her. Gesagt, du sollst herkommen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Herkommen sollst du. Ist der falsch rum, oder? Was macht er jetzt? Jetzt chillt er hier rum. Einfach so. Naja, süß. Na gut. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe nicht ganz geschafft, was ich wollte. Aber fast. In der nächsten Folge werden wir dann nämlich den hier mal ausrüsten und dann alles holen fürs Tiefenmodul Nummer 3 und dann uns mal noch zum Artebauer Artefakt X3J aufmachen und schauen, was unten bei Tante Erna noch alles zu finden ist und so, da wo es noch tiefer geht. Ja, Leute, wenn es euch gefällt, was ihr seht, Daumen hoch, Abo da lassen und wenn es nur dafür ist, um diesen kleinen, süßen Perlauge hier glücklich zu machen. Ach, ne? Jedes Abo gibt ihnen einen Keks, der ihn glücklich macht. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.